Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Der erste Eintrag einer Google-Suche nach parlamentarische Demokratie Wesen bringt folgenden Wikipedia-Eintrag. Als parlamentarisches Regierungssystem bezeichnet man jene Ausformungen parlamentarischer Demokratien, in denen die Regierung zu ihrer Wahl und in ihrer Amtsausübung auf die direkte oder indirekte Unterstützung durch das Parlament angewiesen ist. Daran gemessen stellt sich die Frage, ob wir es seit März 2020, seit der Ausrufung der epidemischen Lage nationaler Tragweite durch den Bundestag und der ersten Eindämmungsverordnung in Brandenburg, im Bund und im Land tatsächlich noch mit einem funktionierenden parlamentarischen Regierungssystem zu tun haben. Und auch die heutige Landtagssitzung lässt diese Frage nicht verstummen. Im Gegenteil, ungeachtet der schon vor 3 Monaten im Hauptausschuss vorgetragenen Kritik, wird der Landtag auch noch Mitte Dezember von der Regierung an den Katzentisch verbannt. Im September erinnerte der Potsdamer Verfassungsrechtler Thorsten Schmidt im Hauptausschuss an Artikel 94 der Landesverfassung, ich zitiere ihn, die Landesregierung ist verpflichtet, den Landtag und seine Ausschüsse über die Vorbereitung von Gesetzen und Verordnungen, über Grundsatzfragen der Raumordnung, der Standortplanung und Durchführung von Großvorhaben frühzeitig und vollständig zu unterrichten, Zitat Ende. Und sein Kollege Arne Pautsch aus Ludwigsburg schrieb uns allen ins Hausaufgabenheft, ich zitiere ihn, was in den Verordnungen steht, gehört an sich in ein Parlamentsgesetz. Aber als hätte es diese Kritik nicht gegeben, trifft sich der Landtag heute, also am 15. Dezember, nachdem das Seuchenkabinett aus Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten, dessen Legitimation wir gerne sehen würden, bereits am 13. Dezember einen Beschluss und 16 Vereinbarungen über den fortgesetzten und verschärften Lockdown getroffen hatte. Wie es aussieht, findet die Regierung Geschmack an der parlamentsfernen Amtsausübung in der Corona-Krise. Und warum sonst hat sie nicht getan, was sie gemäß dem vorliegenden Gesetzentwurf tun müsste, den Landtag hier zu dieser Sitzung den Entwurf der neuen Verordnung unverzüglich und vorab zuzuleiten? Solange sich die Mehrheit dieses Landtags mit einem Platz am Katzentisch zufrieden gibt, braucht sich niemand in den Koalitionsfraktionen und in der eingebetteten Opposition der Linken über den Begriff Corona-Diktatur zu echauffieren. Die Aufregung darüber ist pure Heuchelei. Weil es so nötig ist, wiederhole ich die Erinnerung an Artikel 55 der Brandenburger Landesverfassung. Da steht nämlich, der Landtag ist die gewählte Vertretung des Volkes und Stätte der politischen Willensbildung. Er beschließt Gesetze und den Landeshaushalt, kontrolliert die vollziehende Gewalt, behandelt öffentliche Angelegenheiten, wirkt in bundes- und europapolitischen Fragen an der Willensbildung des Landes mit. Zitat Ende. Mit Blick auf diese Verfassungsnorm ist der vorliegende Entwurf eines Infektionsschutzbeteiligungsgesetzes unzureichend, denn erstens, er macht es der Regierung zu einfach, die unverzügliche und Vorabunterrichtung zu umgehen. Zweitens, er billigt dem Landtag nur ein Widerspruchsrecht nach Verkündung einer Verordnung zu. Notwendig wäre dagegen eine Vorabbefassung. Und drittens, denken wir, schwerste Grundrechtseingriffe wie Ausgangssperren und Gewerbeverbote dürfen nicht via Notverordnung angeordnet werden. Diese Inhalte gehören in vom Parlament erlassene Gesetze. Eine bloße Beteiligung des Parlaments bei solchen schwerwiegenden Eingriffen in Freiheitsrechte ist mit der Gewaltenteilung und dem Demokratieprinzip nicht zu vereinbaren. Wir wissen, die Mutter dieser Übel ist das auf so skandalöse Weise am 18. November vom Bundestag und vom Bundesrat verabschiedete und vom Bundespräsidenten gleich noch unterzeichnete sogenannte dritte Bevölkerungsschutzgesetz, insbesondere die in seinem Artikel 1 neu gefassten Paragraphen 5 und 28 des Infektionsschutzgesetzes. Sie ermöglichen die überaus weitreichenden Eingriffe der Exekutive in unsere Grundrechte. Sie ermöglichen diese Eingriffe auch dann, wenn nur eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit in der Bundesrepublik besteht. Und das ist aber witzig, denn Gefahren gehören zum Leben. Und nicht die bloße Gefahr kann Eingriffe in unser Leben rechtfertigen, sondern nur die tatsächliche Not. Dieses Gesetz muss geändert werden, aber solange es in der jetzigen Form besteht, sind wir auf Landesebene umso mehr verpflichtet, jeder demokratievergessenen Übermacht der Exekutive entgegenzuwirken. Das Infektionsschutzgesetz in der vorliegenden Form kann das nicht leisten. Es birgt aber die Gefahr, ein verfassungsfremdes Ausüben von Regierungsmacht parlamentarisch zu weihen. Es ist halt ein Gesetzentwurf vom Katzentisch. Wir werden ihn ablehnen. Vielen Dank. Danke. Das Wort geht jetzt an Herrn Abgeordneten Brietz.